Jedenfalls wieder Moin Moin, die Leute, seid gegrüßt. Ranch Simulator, Schweinesimulator, Fleischsimulator, was auch immer, unterwegs mit Salazar und Gerd. Ja, wobei Moin. Unterwegs gerade mit Salazar, Gerd macht noch Fleisch. Noch Fleisch, noch. Ne? Immer noch Fleisch. Immer noch. Ja, wir haben jetzt bisher eine halbe, dreiviertel Stunde nur Fleisch gemacht. Dann werden wir mal wieder einen ordentlichen Schwung davon verkaufen und ich denke, ja, vielleicht kaufen wir uns dann noch ein Pickup. Wir müssen ja auch irgendwie die Kühe. Oh, ach, und hier so ein Reh um die Ecke gesprungen. Wir müssen ja auch die. Willst du verkaufen, oder? Ja. Also mal gucken, wie viel Geld das bringt. Ich bin gespannt. Aktuell haben wir noch 1300. Und gleich haben wir wahrscheinlich 10.000. Getreide haben wir keins angepflanzt aktuell. Ich habe es ja mal abgeerntet, aber seitdem haben wir nichts Neues mehr gepflanzt. Rindfleisch, Schweinewurst und Ei, Preis 1,6. Schweinefleisch oder was? Schweinswurst. So, Wurst haben wir nicht so viel. Also wieder Wurst machen, aber jetzt ist es so spät. Bitte. Der Preis ändert sich ja gleich. Aber wir haben doch noch so 8 Schweinswurst da drin. Also sind noch ein paar Schweinswürste dabei. In der Liste. Ja, dann mal los. Wie viel ist insgesamt? 106 Objekte für 6.500. 7.900 haben wir. Ja, schön. Schnell, schnell. Ich weiß nicht, ob wir das noch vorwärts mit Zins und Baumarkt wollen, aber Baumarkt ist ja nicht. Boah, ist das. Das ist ein prächtiges Viech. Bist du also schon im Auto wieder? Ich bin wieder im Auto, okay, ja. Gut. Auf geht's. Wir fahren auch schon zum Baumarkt. Wollen noch ein bisschen Holz einkaufen, ein bisschen Stahl einkaufen. Denn da wir jetzt mit so und ja, am nächsten Tag, wenn es wieder hell ist, vielleicht dann würde ich sagen, bauen wir auf jeden Fall mal den Kuhstall fertig. Wir werden mal sehen, dass wir zwei Kühe einkaufen. Oder drei oder was weiß ich, zwei Kühe in Fleischbullen. Wir müssen mal gucken. Alles leer geworden an Truhen? Ja, ich glaube schon. Und das Schöne ist, wir haben nochmal ähnlich viel Fleisch nochmal zu Hause, ne? So. Kannst auch zwei Matratzen kaufen, dann können wir hier schlafen. Gerd auch, wenn es wieder hell ist. Wollen wir noch mehr kaufen, auch so ein bisschen Eisen und Holz? Ja, mach erstmal vollladen, denn. Wie gesagt, höchstens noch eine Matratze, dass wir uns kurz hinlegen zum Schlafen. Okay. Und immerhin achter Stapel. Das gekauft. 18 Holz und 2 Eisen. Bei Eisen, das ist aber sparsam. Wie viel hat das gekostet? Und ich hoffe, dass nicht auf die Rechnung geachtet. Die zwei Stahl 1000 und dann die 32, die 18 mal 32. So, reicht das? Oben ist, wieso ist denn oben einer auf dem LKW? So. Der ist von 576, also 1576. Ja, gucken wir mal kurz, ob wir sonst irgendwas brauchen, aber. Pack noch mal einen Stahl dazu. Müsste da liegen. Das Gewächshaus, was wir später Glas brauchen, aber das können wir dann machen.
Rohrmarken für die Kühe. Braucht man das? Weiß ich nicht. Milchkanne. Eckmaschine, dann im Shop? Ja, scheint so. Gerd, noch irgendwelche Wünsche? Nein, eigentlich nicht. Sollen wir wieder los, oder? Alter Loader. Baumarkt Bär wurde schon lange nicht mehr gesichtet. Der Baum aber. Ja, die sollten vielleicht mal die Zufahrt zum Baumarkt ein bisschen platter machen, besser machen. Ja, es wuchert wieder alles zu, auch bei uns die Einfahrt da zum Hof, Bäume, Natur. Holz. Ist ja nichts gegen zu sagen, dass es wieder zu wuchert. Das war einfach, das ist von vornherein nicht geplant gewesen, wie du auf den Hof vom Baumarkt kommst. Was soll ich? Du musst eine reguläre Zufahrt jetzt eigentlich gerade gelandet, ja. Ich weiß auch nicht, du solltest ein bisschen weiter rechts fahren sollen. Ich habe nämlich auf die Karte geguckt nebenbei. Da habe ich Hänge. Und den Baum erstmal hinter uns entfernen. Das kannst du nicht den Baum bei dir denn entfernen, da kannst du nicht aussteigen. Ich muss erst alle Bäume hier entfällen, das sind 6. Also die Stämme mitnehmen möchtest, können wir sie noch einladen. Gerd möchte bestimmt noch ein bisschen Holz machen. Holz? Holz? Nicht? Ja. Nö. Nee, ich eigentlich auch nicht. Das war jetzt nur ein Mittel zum Zweck. Musste mir den Weg frei baren. Sonst war ich hier aber. Und seine Fahrkünste. Ja, der Navigator hier, die ist auch zu wünschen übrig. Wieso der Navigator? Ich sehe doch nichts in der Nacht. Das ist hier, der ist der Navigator. Ist da, ach, kann das auch sein? Ja, ich bin als erstes eingestiegen, shit. Ich würde sagen, kann auch sein, dass der Sprit leer war, aber deswegen, du warst der Fahrer. Wie viele Bäume stehen denn genau hier? Du bist das dickeste Dickicht reingefahren. Gott, ist das massiv. Also das wäre ja schön, wenn das in Wirklichkeit so wäre, ja. Ich bin auch nicht weg, was man auch so ist. Das ist hier massiv Elch. Oder ist das eine Statue? Das ist halt so ein Elch rumfahren hier, ne? Da ist unser Feldweg. Gerd hat schon Feierabend gemacht, oder? Nö, ich bin noch fleißig am Arbeit. Fleisch machen? Ja. Nö. So merkt der Kerl, dass das auch keinen Beifahrer dabei hat, ne? Sagen, stehen die anderen Schweine auf, wenn man jetzt einige erschießt? Dann könnte man ja nachts da aufräumen.
Ich würde auf jeden Fall sehen, dass wir am nächsten Tag, also wenn wir die Rinder kaufen, uns einen richtigen Pickup oder so nochmal kaufen, also ein richtiges Gefährt, wo wir auch die Kühe mit transportieren können oder so, ne? Und hier zwar einen Anhänger stehen, aber aktuell haben wir ja nur Trecker, die den Anhänger ziehen können und das ist ja auch nicht so cool. So. Fleisch würde ich rüber, ja Quatsch, mit dem ganzen Holz sollten wir direkt zum Kuhstall fahren. Und hier stehen mal die ganzen Kisten. Ist hier fertiges Fleisch oder ist das kein fertiges Fleisch? Das, was hier unten ist, ist nicht fertig. Was hier steht, ja, was draußen liegt, auch noch nicht. Okay. Alles, was fertig ist, steht hier in der Mitte. 5 Kisten, glaube ich. Müssen wir die Nacht durcharbeiten, ne? Eine Pause. Nicht Licht hier irgendwie. Nein, ist kein Spiel für Vegetarier, Benny. Eigentlich alle Schranken bei langs gegangen. Das unten liegt schon wieder fertig. Dann. Ich glaube, ich habe zu wenig Holz gekauft. Ja, glaube ich. Auch. Zumindest reicht es wahrscheinlich nicht für Kuhsteine. Nee, weil es reicht ja noch nicht mal für die 12 Schränke hier hinten. Noch zwei, ne? Oh. Bin so umgeladen jetzt. Hier ist auch schon wieder fertig. Nummer zwei. Hier ist ein hohes mit bei. Der ist leer. Der wieder packen. Der ist wieder voll. Dann verpacken wir nochmal das Fleisch, was hier noch so rumliegt. Das ist echt Wahnsinn. Wir sind jetzt eine Stunde locker schon dabei. Anderthalb sogar schon. Eigentlich machen wir nichts anderes heute, außer Schweine zu verarbeiten. Sind auch schon deutlich weniger geworden, nur wir haben glaube ich ein bisschen zu spät damit angefangen, die so dezimieren.
Das wird wohl nichts mit Kuhstall und Zaun um den Kuhstall herum und. Nee, allein das bisschen Holz, das ich gekauft habe, das reicht noch nicht mal für alle Schränke, die wir geplant hatten. Ich sehe schon, ist nur noch ein Stapel oder zwei Stapel im LKW. So, ich glaube, es ist aufgeräumt, was Fleisch angeht. Also, falls du wieder Fleisch brauchst. Sehen die noch mehrere Kisten voll mit fertiges Fleisch? Stehen auch noch 5 Kisten vor der Tür mit Fleisch. Mhm. Rohfleisch? Jetzt gucke ich mal, was wir noch so haben an Schwein. Also, eins. Eber. Glaube ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 große haben wir noch. Oder 8. Hast du alle Kisten hier, die fertig sind? Das ist Bock. Wir brauchen einen Rasen, den Rasen, wir haben hier Rasen zu mähen. Ja, haben wir letztes Mal auch gemacht, ja. Muss ich auch im Stall, glaube ich, Rasen gehen mit. Was jetzt alles fertig ist. Das ist alles fertig. Spaß. Hast du noch mal ordentlich Wurst gemacht hier oder was? Das ist noch eine Lehre. Ja, dass ihr einmal weg waren, konnte ich mal ruhig Wurst machen. Also wir 8 Schweine haben wir noch, die noch hier geschlachtet werden müssen. Fall wieder los. Sollen wir wieder Holz einkaufen oder wie sieht's aus? Ja, aber da müssen wir richtig Holz kaufen jetzt. Mein LKW ist so gut, also alles, was jetzt reif war an Fleisch, ist wieder drin. Willst du mit zum Baumarkt oder willst du weiter Fleisch machen? Oder Wurst? Ich mache Wurst immer weiter. Der Holländer macht die Wurst. Wir fahren zum Baumarkt. Bis später. Bis später. Oh. Wenn ihr noch Geld übrig habt. Du solltest weiter rechts fahren, damit das. Ach, da liegt noch ein Schwein. Ja, was ist das denn? Frage. Ups. Vielleicht sein zweiter Wurstmacher. Nee. Wir haben fast kein Fleisch mehr. Das wird, also wir werden, weiß ich nicht. Okay. Das ist ja hier nicht der Fleischsimulator. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt, also in der Menge überhaupt nochmal hier wieder Fleisch machen, wie jetzt gerade. Das ist, was sollen wir damit nachher? Ich meine, klar, wir haben jetzt gleich 10.000 oder so auf dem Konto. Wir können einen Pickup kaufen, noch einen Anhänger, was weiß ich. Meinetwegen noch einen Wurst da, wenn du gerne möchtest. Viel Holz, dann irgendwie 2 Kühe. Melkmaschine, was man nicht alles braucht.
Aber da sind auch noch 8 Schweine, also da liegt noch viel Geld rum. Die Rehe haben Glück, ne? Die werden jetzt verschont. Ja, haben wir keine Zeit mehr, ordnungsgemäß auf Jagd zu gehen. Unsere Jagdverpflichtung nicht nach. Jagdschein ist abgelaufen oder was auch immer. Ja, genau so kommen. Also hier steht auch immer noch eins rum. Ja, das bettelt da. Also ungefähr im Trigger stehen. Ja, was gibt's denn heute? Schweinewurst? Schweinewurst 1,9. Und Huhn bringt auch eins. Gut, dass ich das mache. Ja, du musst ja aber heute noch zum Shop. Aber ich weiß nicht, wann der dicht macht. Das steht hier nicht, oder? So, 127 Objekte haben wir und die kriegen wir diesmal 5.150. Wohin? Würde ich sagen, fährst du weiter mit dem LKW zum Baumarkt. Ich gehe nebenan mir ein Pickup kaufen mit, was weiß ich, Anhänger und... fährst du mit dem LKW oder ich fahre mit LKW zurück, weil dann sind die Truhen ja wieder. Ja, und die müssen gucken, ob wir heute noch Wurstverkauf kriegen. Beim Faktor von 1,9 ist es ja richtig, richtig Geld. Also, was sagst du? Ich kaufe Pickup oder? Ja, du kaufst Pickup. Ich will erstmal alles verkaufen, was du auch noch hängst. Ich bin gleich durch. Ich muss erstmal runter rumlautschen. Aber machen wir in der nächsten Folge, Leute. Also shoppen gehen wir in der nächsten Folge. Wir haben, ja. Vier Folgen lang nur Fleisch verarbeitet. Ich sag mal, das Ende ist in Sicht, aber noch nicht ganz. Ein bisschen wird es noch dauern, aber wir sind dadurch auf jeden Fall finanziell unabhängig. Ihr seht, wir haben jetzt 11.000 auf dem Konto. Und können wir uns 3 Mähdrescher kaufen, so nach dem Motto. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.